Okay, Auserwählter, warum bist du alleine? Warum hast du keine Freunde? Warum bist du nicht in einer Beziehung? Der Grund ist, du strahlst zu stark. Dein Licht ist einfach viel zu stark. Weil die Dunkelheit muss verschwinden, wenn das Licht da ist. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Steffen und ich helfe Menschen, ihre Limitierung loszulassen, um zu erkennen, wer sie wirklich sind. Dein Licht ist einfach so stark und anders, weil Licht ist ja Information und diese Informationen, die du in dir trägst, die haben einen Effekt auf die anderen. Wenn du dieses Licht in die Welt trägst, dann kann die Dunkelheit das nicht aushalten, sie muss verschwinden. Und das merkst du vielleicht an den Augenkontakt, wenn du Menschen anschaust. Wenn du Menschen in die Augen schaust, dann können einige Menschen nicht hinschauen, sie müssen immer wegschauen, sie halten es nicht lange aus. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, schreib mir das mal unten in die Kommentare rein. Also ich kenne das sehr gut, wenn ich so unterwegs bin. Ich habe so einen richtigen stechenden Blick und ich sehe halt alles. Und wenn ich halt so Menschen in die Augen schaue, dann sehe ich natürlich, was tief in der Seele drin ist. Einige Menschen halten das nicht aus und die merken das dann sogar auch. Und ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich war damals mal in San Francisco und wer schon mal in San Francisco war, der weiß, was da so für Zombies teilweise rumrennen. Ich saß so in der Bahn und dann habe ich ganz hinten habe ich jemanden gesehen, der war ohne T-Shirt und der war so ganz komisch, der ist da voll durchgedreht hinten. Und ich habe den so von hinten, habe ich den einfach mal kurz angeguckt. Und dann ist der plötzlich aufgestanden. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Der ist den ganzen Zug so lang gegangen. Ich saß da so mit meiner Freundin und dann ist er so bei mir vorbeigegangen. Und auf einmal ist der übelst ausgerastet, hat mir die ganze Zeit so auf den Kopf gehauen, voll durchgedreht und so. Ich bin dann so auf den Boden gefallen, ich konnte dann nichts mehr machen. Und solche Sachen passieren mir halt öfters. Und vielleicht kennst du das ja auch, wenn du so auf der Straße unterwegs bist und du schaust so Menschen an und sie trauen dir nicht so in die Augen zu schauen. Und das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Weil du Auserwählter, du hast eine ganz andere Energie, eine ganz andere Aura. Die Dunkelheit, die hält es einfach nicht aus, weil du offenbarst denn was in der Dunkelheit. Du siehst deren Themen und du musst einfach verstehen, nicht alle Menschen sind dafür offen, dahin zu schauen. Viele Menschen haben Angst davor. Und es ist allein deine Anwesenheit, allein dein Sein macht das schon aus. Du musst nichts machen. Einfach nur du selbst sein, einfach nur da sein und das allein strahlt schon aus. Und ein weiterer Grund in dieser Welt, warum die Auserwählten das ein bisschen schwerer haben, ist, weil wir halt in dieser Matrix leben. Und in dieser Matrix ist es normal, dass alles so auf Lügen aufgebaut ist und dass viele so einen Filter so verwenden. Und du siehst die Welt aus einem Filter. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch diese Menschen auf Social Media, die sich einen krassen Filter drauf machen und plötzlich ein ganz anderer Mensch sind. Und du musst dir vorstellen, so ist die ganze Welt halt. Wir haben alle einen Filter so auf und sehen die Welt so anders. Und wenn du halt als Auserwählter da durch die Welt gehst, weil die Auserwählten, die sind einfach authentisch, die Auserwählten sind einfach ehrlich, die Auserwählten, ja, die machen das alles auf einer liebevollen Art und Weise, aber die Welt ist so ein bisschen so auf Lügen aufgebaut und man kommt einfach nicht weiter, wenn man ehrlich ist. Vielleicht kennst du das ja, wenn du dich für eine Arbeitsstelle bewirbst oder so, dann musst du manchmal lügen, damit du da überhaupt weiterkommst. Du kannst gar nicht ehrlich sein. Und das ist der Grund, dass die Welt allein schon auf Lügen aufgebaut ist, dass du gar nicht mit Ehrlichkeit weiterkommst, weil das ganze Lügengerüst würde zusammenfallen, wenn du ehrlich sein würdest. Und deswegen haben die Auserwählten das so schwer, weil sie sind einfach ehrlich und sie sind einfach anders. Sie haben einfach nicht so viele Filter drauf. Weißt du, was ich meine? Weil wenn Menschen in deiner Nähe als Auserwählter kommen, dann können die nicht anders, als die Wahrheit zu erkennen. Allein dein Sein, du musst einfach nur da sein, deine Ausstrahlung, dein Bewusstsein, das leuchtet so in die Dunkelheit hinein und du wirst die Wahrheit aufdecken, weil du kannst nicht anders. Das ist deine Funktion hier als Auserwählter. Weil die Auserwählten sind einfach inkarniert auf dieser Welt, um diese Lügen aufzudecken, Schritt für Schritt. Das hat alles einen tieferen Sinn. Deswegen sind wir hier. Und ein weiterer Grund, mein Lieber, vielleicht kennst du das ja,
Du als Auserwählter, du bist mit der Natur verbunden. Du fühlst den Frieden in dir, wenn du in dir schaust. Du hast ein gewisses Strahlen. Du leuchtest. Damit bist du total zufrieden. Und als Auserwählter schätzt du einfach den Frieden mehr, als in der Welt Stress zu haben, als sich mit gewissen Leuten und Dingen zu verbinden, wo du sowieso nur Konflikte und Stress hast. Da hast du gar keine Lust drauf als Auserwählter, sondern für dich ist dein Seelenfrieden viel, viel wichtiger und du hast damit auch gelernt zu leben, als in dieser Welt zu agieren. Und deswegen ziehst du dich vielleicht gerne zurück, deswegen bist du gerne zu Hause, weil du es einfach genießt, in diesem Frieden zu sein und weil du einfach auch nicht mehr so viel brauchst, weil alles das, was du hast, das ist schon genug und du bist einfach mit dir zufrieden. Und deswegen fällt es dir einfach schwer, viele Freunde zu haben, in irgendwelchen oberflächlichen Gruppen zu sein oder so. Deswegen bist du eher alleine, deswegen fällt es dir schwer, auch den richtigen Partner zu finden, weil Partnerschaft hat immer was mit Stress zu tun auch. Und dich interessieren einfach so die normalen Aktivitäten in der Welt nicht so. Weil gerade haben wir ja Fußball-EM, weißt du ja. Und die meisten Leute rennen dahin und schauen sich das an und so. Aber Fußball wurde ja erfunden, um uns abzulenken letztendlich. Um uns abzulenken von der Wahrheit, damit wir die Wahrheit nicht sehen, sondern damit wir immer schön beschäftigt sind mit dem Ball und so, der immer hin und her rollt und endlich mal einen Grund haben, damit wir uns mal verbinden können, damit wir mal Liebe austauschen können und so. Aber du als Auserwählter, du schätzt es eher, in richtigen, liebevollen Beziehungen zu sein und du schätzt eher Authentizität und du magst gerne richtige Connections und Verbindungen und so. Und das ist dir einfach viel mehr wert, als in irgendwelchen sinnlosen Strukturen abzuhängen. Ja, im Großen und Ganzen ist es einfach so, du triggerst einfach Menschen allein durch dein Sein. Das ist aber nicht negativ, sondern deswegen bist du hier, Auserwählter. Deswegen bist du hergekommen. Du bist hergekommen, um ein neues Bewusstsein in die Welt zu bringen. Und vielleicht ist dir das schon aufgefallen, dass sich die Welt schon total verändert hat, dass es nicht mehr so ist wie vor 10 Jahren oder so. Sondern die Leute sind einfach generell viel, viel offener und das hat aber damit was zu tun, weil wir halt eine neue Energie mitbringen und gerade weil wir die ganzen Lügen aufdecken und so, verändert sich alles. Wir bringen diese Transformation auf die Welt. Wir sind dafür da, damit die Welt sich verändern kann. Die Welt braucht dich nämlich als Auserwählter, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Aber ich kann dir sagen, dass du mit Grund hier bist. Ganz wichtig, du bist auch nicht alleine. Denn wir Auserwählte, wir sind viele. Es kommt dir vielleicht manchmal so vor, als wenn du alleine bist. Aber ich kann dir sagen, als ich mal eine Sitzung gemacht habe, da habe ich mich erinnert, wie ich inkarniert bin. Ich habe das wiedererlebt und ich habe so gesehen, wie ich auf die Welt zugeflogen bin. Und weißt du, was das Interessante daran war? Ich war nicht alleine, sondern da waren viele Seelen, die mit mir zusammen inkarniert worden sind. Überall auf der Welt und ich bin sicher, dass du viele schon begegnet bist. Aber das Problem ist, dass wir durch den Schleier der Vergessenheit durchgegangen sind und wir haben das vergessen. Wir haben vergessen, warum wir hier sind. Wir haben vergessen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und wir haben vergessen, dass wir eigentlich alle eins sind. Da ist so eine Trennung. Weil auf der Inkarnation, da wirst du schon daran gehindert. Es kann sein, dass du dein Ziel, was du vor Augen hattest, dass irgendwelche anderen Mächte dich davon abgehalten haben. Weil es ist immer so, wenn du ein Ziel hast, dann gibt es immer Hindernisse. Und es ist halt so auf der Inkarnation, auf der Erde, wenn du inkarnierst, kann es sein, dass du schon angegriffen worden bist, dass du schon implantiert worden bist und dass du schon davon abgehalten wurdest, dein wahres Ziel zu erreichen. Und deswegen ist es als Auserwählter nicht immer so einfach, weil wir haben nämlich viele Hindernisse. Und ich möchte dir einfach damit sagen, dass du nicht alleine bist, sondern dass wir alle hier zusammen sind und wir erkennen uns an den Augen, mein Lieber. Und wenn wir uns draußen so begegnen, vielleicht kennst du das und du blickst einem Menschen in den Augen, dann erinnerst du dich. Du erinnerst dich daran, dass du irgendwie verbunden bist mit diesem Menschen und dass du irgendwie eine Aufgabe hier hast. Und deswegen bist du hier, mein Lieber. So, und ich möchte noch etwas ganz Wichtiges hinzufügen. Das Wort auserwählt bedeutet jetzt nicht, dass du was Besonderes bist, dass du dich auf den Thron setzen kannst,
dass du hinunterblicken kannst. Ich bin der Auserwählte, ihr seid die Sklaven. Nein, so ist es nicht. Auserwählter bedeutet einfach nur, dass du anders bist. Du musst dir das vorstellen wie eine Blumenwiese, wo ganz viele verschiedene Blumen sind. Und jede Blume ist anders. Aber alle sind wir auf dieser Blumenwiese. Und so ist es auch mit den Auserwählten. Wir sind einfach nur anders. Das ist aber nicht schlecht, nicht besser oder schlechter, sondern nur anders. Aber gleichzeitig sind wir mit allen verbunden. Das wollte ich nochmal ganz klar machen, dass diese Einheit einfach hier ist. Und es geht darum, das Einssein und die Einheit immer mehr auf diese Welt zu bringen, sodass wir alle in Frieden und Liebe leben können.